Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wetter 1974 und die Leute fragen mich immer, ja mach doch mal eine Top 10. Aber ihr wisst ja, so viel Zeit habe ich nicht, also mache ich eine Top 5. Und da habe ich mir jetzt überlegt, machst du irgendeine Top 5, die besten, was weiß ich, PS1-Titel, die Top 5, die meine Lieblingsszenen oder meine Lieblingsfinger, oder machst du eine Top 5 von den Olympischen Ringen oder eine Top 5 von den drei Musketieren oder eine Top 5 von den sieben Zwergen aus Schneewittchen. Und dann dachte ich mir, nein, wir müssen auch mal was tun, was ein bisschen Bildungscharakter hat. Wo man auch sagen kann, da muss man überlegen, und ihr wisst ja selber, das Bildungssystem, vor allem auch in Nordrhein-Westfalen, ist ja eher schwach. Ja? Okay, es ist noch nicht so, dass das Abitur getanzt wird, aber es ist kurz davor. Und wenn man sich dann so auch vor allem YouTuber aus Nordrhein-Westfalen anguckt, auch jetzt im Hinblick auf Demonstranten, ja, da muss man ja auch mal ein bisschen vernünftig auftreten. Ne? Nicht, dass irgendein Politiker da einen lächerlich macht und sagt, haha, ich habe mehr Follower als du, das wäre ja unrealistisch, dann würde er sich ja lächerlich machen. Aber da machen wir ja, da müssen wir auch ein bisschen was da machen. Deswegen dachte ich mir einfach, machst du was Lustiges, wir machen mal eine Top 5 der Vokale. Der Vokal ist sehr wichtig in der Sprache. Das ist eben das, was das Klangelement eines Wortes ist. Und da dachte ich mir einfach, in welcher Wichtigkeit macht man das einfach? Eigentlich so in der Wichtigkeit, wie es auch da ist. Ich hatte erst überlegt, setzt du das E wie Esel auf Platz 1? Aber nein. Dann dachte ich mir noch, das E hat schon genug Präsenz damals im Glücksrad bekommen. Und das war schon sehr omnipräsent. Ja, das fand ich schon, das hat sich sehr aufgedrängt. Ja, also der Ernstl, das war ja unglaublich. Ja, das war ja schon fast, ich sag mal ganz ehrlich, das war ja schon von der Sat1-Gruppe ja fast uns ins Gesicht gedrückt, wie wichtig das E angeblich ist. Und wir wissen, E steht auch für ernste Unterhaltung. Und sind wir mal ganz ehrlich, dafür stehe ich nun überhaupt nicht. Also deswegen kann ich das E nicht auf Platz 1 bringen. Also da muss ich mal... Also wirklich überlegen, also es geht überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir entschlossen, wir machen die Reihenfolge so, wie sie auch auftreten. Und dann fange ich hier mit Platz 5 an, dem U wie Undank. Das U, zu Recht auch der letzte Vokal, ist das, wo man sagen kann, nicht nur wo YouTuber mit dem U irgendwie zum gespielten Witz und zum gespielten Meme, jetzt noch ohne Upload-Filter machbar geworden sind, sondern das U, wie man schon sagt, ne? Wenn du eigentlich magst, das U, ne? Oder Gespenster U, ist nicht gut. Das U ist nicht umsonst der letzte Vokal im Alphabet. Es ist auch genau da, wo es hingehört. Ja. Platz 4. Das O. Ja, das O, genau das gleiche. O wie Oktoberfest, mag eh keiner, stundenlang Besoffene. Wenn man mal ehrlich ist, ne, es klingt auch schon so vollkommen sinnlos. Also das kann auch nur auf dem vorletzten Platz sein, ja, da wo eigentlich auch eine Mannschaft aus Herne Ost hingehört. Also das geht gar nicht anders. So, Platz 3. Das I wie Igitt. Auch das I, sagen wir mal ganz ehrlich, kann ja nur in der Mitte gelandet sein, weil nennt mir mal irgendein sympathisches Wort wie I. Mit I. Idiot. Ingolstadt. Ikea. Es klingt alles so unglaublich nach Mittelfeld, mittlere Reife, fahr ans Mittelmeer, mittleres Einkommen, Mittelstand. Das ist so typisch die Mitte. Das geht auch gar nicht anders. Platz 2! Ja, klar. Unsere Sprache würde nicht ohne das E auskommen. Gewisse Sportler würden das auch nicht schaffen. Deswegen E wie Esel oder E wie ekelhaft. Ist ein ganz klarer Favorit gewesen auf Platz 1. Wie schon gesagt, ich habe ja gesagt, die Glücksradnummer, da hat das E bei mir an Sympathie verloren. Das war einfach, das war, wenn man so will, das Ronaldo, das CR7 der Vokale, und das kann nicht auf Platz 1 landen. Da ist mir einfach der Achtung, der Ekelfaktor ist mir da einfach zu hoch. Das ist so. Platz 1! Das A. Wie Angst.
nicht nur ein schöner Begriff aus der deutschen Sprache, der mittlerweile weltweit Karriere macht, The German Angst, gerne benutzt, auch gerne am Stammtisch, aber das A ist eigentlich nicht umsonst der erste Buchstabe im Alphabet, ist auch A wie Alphabet, oder A wie Anna Kournikova, kennt ihr den Spruch aus dem Pokern, sieht gut aus, gewinnt nie. Das A ist einfach der führende Buchstabe und mit so einer Berufsgruppe kennt man sich in Deutschland ja aus. Deswegen muss es auch in dem Fall der erste Buchstabe, muss auch hier auf Platz 1 sein. Ihr könnt ja selber mal einfach eure Top 5 der Vokale einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich bin mal gespannt, was ihr da zusammenstellt. Vielleicht verwechselt ihr auch Vokale mit Konsonanten. Dann müsste ich euch dafür sperren, weil das macht der Upload-Filter noch nicht. Sowas muss ich tatsächlich noch händisch machen. Ich hoffe, das wird sich ändern, dann ist das für mich auch einfacher. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ihr wisst ja, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, noch könnt ihr googeln, irgendwann stehen ja nur noch Links. Man weiß das nicht. Wir sehen uns, bis dann, tschüss.